Bevor es auf dem Fun fängt, ganz kurz, falls ihr mehr davon sehen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen und die Glocke aktivieren. Sind tatsächlich nur 2 Klicks, ein heftiger Support für mich und ihr verpasst dann auf jeden Fall keine einzige Folge mehr. Und damit würde ich sagen, viel Spaß mit der Folge, bleibt gesund. Und jetzt Fillmore. Die heutige Episode trägt den Titel Die große Essensschlacht. Erster Akt. Es liegt was im Magen. So hatte ich mir meinen Tag definitiv nicht vorgestellt. Erst musste ich irgendeinen Kleinkriminellen beschützen. Und dann musste ich auch noch durch eine Vanillepuddingschlacht vor irgendeiner Bande fliehen. Und der Hammer war, dass ich wegen eines Verbrechens beschuldigt wurde, das ich nur halb begangen hatte. Jamie, warum bekomme ich so eine Riesenportion Käsemakaroni? Diese leckeren Käsemakaroni sind ein Geschenk von meiner neuen Catering-Firma. Jamie Townsend Super Duper Catering. Es ist für Schüler, die vor lauter guten Taten keine Zeit haben, in die Cafeteria zu gehen. Zum Beispiel wie ihr vom Security-Team. Du weißt schon, für die wichtigen Leute unserer Schule. Jeder ist auf seine Art und Weise wichtig. Aha. Also guten Appetit. Wenn du noch Soße willst, sag's nur. Das ist aber eine ordentliche Portion. Tja, gleich nicht mehr. Fillmore? Third? Wir haben einen anonymen Tipp bekommen, dass die Lunchpaketdiebe zwischen der 3. und 4. Stunde wieder zuschlagen wollen. Nichts wie hin. Ich glaube, da müsst ihr alleine hin. Du glaubst bitte schön was? Folsom ist kurz davor, aus deinem Büro einen Saunabereich zu basteln. Wir haben richtig Druck bei der Sache. Und du willst dich lieber ausruhen? Ja, ist ja gut. Ich befürchte, es liegt an diesen Käsemakaroni. Die liegen wie ein Stein in meinem Magen. Na prima. Und inzwischen wird einem 6-Klässler sein Eiersalat geklaut. Es ist unsere Pflicht als Mitglieder des Security-Teams, die... Die armen Schüler vor Übergriffen jeglicher Art zu beschützen. Ja, du hast recht. Ach du Schande. Die Soße war zu fett. Aufgepasst, hier kommen Flatternudeln! Zusammen mit Officer Cornelius Fillmore berichten wir live vom einmaligen Kunst-Happening Variation in Nudel. Jamie Townsend vom Super-Duper-Catering hat einem unserer Mitarbeiter erzählt, dass du angeblich total auf seine Macaroni abfährst. Momentan wird mir übel, wenn ich nur dran denke. Phase 2. Hier ist alles ruhig. Und gibt's bei dir was Neues? Gar nichts. Das einzige Geräusch hier ist mein Magengrummeln. Der anonyme Hinweis war falscher Alarm. Wir treffen uns gleich im Büro. Alles klar. Hilfe! Es geht los. Ich brauche dringend Hilfe. Lass die Tasche fallen, McAllister. X Middle School Security Team. Völlig falsch. Mein Buch ist da viel tiefsinniger. Hey, verdammt nochmal, was soll das? Liebe Schüler und Pressemitglieder, willkommen beim diesjährigen Wer hat die wildeste Pasta-Variation-Wettbewerb? Ich bin wirklich stolz darauf, dass ich endlich den diesjährigen Sieger bekannt geben darf, unseren Frankie Poe. Hey, ihr habt die Chance, hinter den Kulissen einen ersten Blick auf Frankies Meisterwerk zu werfen. Es kostet nur $5. Nimmst du auch Vanillepudding? Oh Gott, bloß weg mit der Ekelpampe. Von dem Ekelzeug kriege ich immer Pickel. Außerdem kann meine Bank damit nichts anfangen, Kollege. Los, mach Platz, du Blaukäppchen. Hey, Momentchen mal, der Spaß kostet $5. Ich meine natürlich, die VIPs kommen auch gratis rein. Hallo? Und warum musste der gerade nicht bezahlen? Was meinst du? Hey, halt, ganz ruhig. Niemand darf hinter die Bühne. Deshalb stehe ich ja hier, um die Tür zu bewachen. Tja, ist ein Auftrag vom Security-Team. So ein Zufall, der Officer Fillmore. Die Leine, Orgi. Ich habe einen riesen Fisch an der Angel. Dagegen bist du? Gerade meine vergammelte Sardine. Vielen Dank auch, das habe ich verstanden. Und hier setzt sich eine lange Tradition der... Ich weiß, dass du hier drin bist, McAllister. Deine Tage als mieser Lunchpaketdieb sind gezählt.
Dafür müsstest du mich aber auch kriegen, habe ich recht? Immer all denke. Unserem diesjährigen Gewinner Frankie Polk ist es auf eindrucksvolle Weise gelungen, Würde, Kraft, Anmut und Schönheit mit 12.000 Pastateilen auszudrücken. Gibt es noch Fragen, bevor wir das Meisterwerk präsentieren? Principal Fawson, was haben Sie denn vor, gegen die Lunchpaket-Diebstähler an der X Middle School zu unternehmen? Lieber Vern, wir haben uns heute hier getroffen, um die tolle Arbeit eines Pasta-Künstlers zu honorieren und nicht, um über Schulpolitik zu diskutieren. Aber Principal Fawson, meine Leser wollen antworten. Also schön, dann sag Ihnen bitte Folgendes. Um weitere Übergriffe dieser Art ein für alle Mal zu verhindern, habe ich eine Regel aufgestellt und die heißt 3 Verstöße und du fliegst. Bis dahin lautete die Regel nur 2 Verstöße und du kriegst richtig Ärger. Gib endlich auf, McAllister. Du bist verhaftet. Du sollst ja mal ein ganz Schlimmer gewesen sein. Das ist cool. Hätte ich bei dir gar nicht gedacht. Tja, du findest es cool. Ich find's nur peinlich. Über wie viele Seiten geht dein Vorstrafenregister doch gleich? Das ist völlig Banane. Du bist erledigt, Freund. Du sollst ein richtiger Sesselpuper geworden sein. Anscheinend sitzt man beim Security-Team gern mal rum und haut sich einen Teller Nudeln rein. So ein Mist. Nimm mir sofort das Zeug aus dem Gesicht. Tja, was ist wohl wichtiger, mich festzunehmen oder die Statue von Principal Fawson zu retten? Es ist noch nicht vorbei. Ich befürchte leider schon. Reingefallen, wie schade. Principal Fawson, eine Frage noch. Haben Sie wirklich vor, diese neue Regelung durchzuziehen? Ich muss schon sehr bitten, Vern. Ich stehe immer zu meinem Wort, verstanden? So, der große Augenblick ist da. Hier kommt das Meisterstück des Nudelwettbewerbs. Der mag echt keine Macaroni. So ein Mist. Wir hätten da noch einige Fragen. Macaroni ist eigentlich... Das war ja wirklich reizend. Mal sehen, was heute in der Zeitung steht. Würdest du mir bitte diese Schlagzeile mal erklären? Fillmore, ich hasse Macaroni! Principal Fawson, ich habe ihm doch erklärt, dass ich gerade dabei gewesen bin. McAllister zu verhaften? Er sagt, er hätte dem Free Climbing Club geholfen, am anderen Ende des Schulgeländes eine Kletterwand aufzustellen. Was? Aber Jamie Townsend... Sagt, er hätte weder dich noch sonst irgendjemand gesehen. Na warte, das Ding ist für mich noch lange nicht erledigt. Oh, ich fürchte doch. Raycliffe? Also Cornelius Fillmore, 8 Abmahnungen, zum Beispiel wegen Kreidediebstahl, Aufziehen eines riesigen Pokerrings, Verschütten von Chili in der Turnhalle und... Hören Sie, aber diese Vergehen sind doch alle längst verjährt. Eigentlich ist es auch verjährt, dass ich mal 2 Kilo Schokoeis nach einer Trennung in mich reingefuttert habe, aber sie sitzen leider immer noch auf meinen Hüften. Man kann die Vergangenheit nicht ungeschehen machen, Officer Fillmore. Und wenn du nicht diesen völlig irrationalen Hass auf Nudeln hättest, wäre das alles niemals passiert. Ich hab keinen Hass auf... Principal Fawson, ich wurde reingelegt. Bitte geben Sie mir eine Chance, es wieder gut zu machen. Gut, für heute Nachmittag ist eine Anhörung vor dem Schülerparlament anberaumt. Versuch zu beweisen, dass du hinter Scooter her warst, dann vergessen wir deine Regelverstöße. Andernfalls kann ich dir leider nicht helfen. Ich habe versprochen, dass ich die neue Regel 3 Verstöße und du fliegst durchsetzen werde und ich habe schon immer mein Wort gehalten, klar? Zweiter Akt. Ein Plappermaul verplappert sich. Sag sofort, dass es nicht wahr ist. Bitte sag es. Nein, es ist nicht wahr. Ach was. Du bleibst also dabei, dass du die Statue nicht umgestoßen hast. Jamie, du hast mich doch dabei gesehen. Warum hilfst du mir nicht? Tut mir leid, Officer Fillmore. Aber als ich dich gesehen habe, standest du vor der Cafeteria. Und das habe ich auch ausgesagt. Keine Ahnung, was hinter der Bühne passiert ist. Jamie scheint sich ja nicht zu erinnern. Ach, natürlich erinnert er sich. Aber er hat Angst, was zu sagen. McAllister muss irgendwas in der Hand haben. So, wo ist denn unser Officer Fillmore? Hallo, Frankie. Also ganz ehrlich, das mit der Statue tut mir leid. Warum? Ach, weißt du, unter uns gesagt, mich hat ein rebellischer, destruktiver Auftritt echt sehr tief beeindruckt. Warum bist du dann hier? Deswegen! Der gute Orgy Sansom verkauft authentische Macaroni-Teile von der zerstörten Fawson-Statue. Ha! So eine miese Qualität habe ich noch nie gesehen. Klar, Orgy. Ja, wieder mal so eine typische Nummer von ihm. Verdammt, Orgy hat mich gesehen. Er stand direkt draußen vom Bühnenausgang. So Mist, das hatte ich völlig vergessen. Naja, und Scooter vielleicht auch. Hey, Frankie, sag mal, wo vertickt er denn dieses Zeug? Da fragst du mich zu viel. Aber auf dem Flur draußen läuft jeder mit dem Mist rum. Das bringt uns auch nicht weiter. Warte. Die Macaroni riechen nach Apfel. Volltreffer. Werfen wir mal einen Blick in den Obstgarten. Danke, Officer Fillmore.
Das war die beste Nummer aller Zeit. Tja, schade, für dich hat sich selbst ausgelacht. Hallo, Officer Fillmore. Was? Bleib ganz locker. Ich hol doch nur die Würmer aus den Äpfeln. Das mache ich, für meine Oma. Die Mutti von Mutti. Eventuell kannst du mir auch einen Gefallen tun. Du bist der Einzige, der gesehen hat, was hinter der Bühne los war. Du brauchst nur zu bezeugen, dass ich hinter Scooter her war. Ja, lieben gern. Aber erstmal habe ich einen Termin bei der Maniküre. Dann nehmen wir dich eben fest. Hey, entspannt euch. Das war doch nur ein kleines Späßchen von mir. Alles locker. Ich werde im Zeugenstand singen wie Mamas knallgelber Kanarienvogel heute früh. Meine Mama hat bloß kein Kanarienvogel. Security-Team, das ist ein Notfall. Oh weia. Das darf doch nicht wahr sein. Das hat er echt nicht verdient. Wir brauchen einen Arzt im Obstgarten. Schnell! Tja, liebes Bäumchen, wechsel dich. Ach was, wenn das nicht der gute Orgy Sansom ist. Ich hab gehört, dass man dich im Obstgarten findet. Ja, du weißt doch, wie gesund Äpfel sind. Die Nummer war ziemlich gut. Ich glaub, ich hab noch ein Plätzchen in unserem Verein frei für Jungs, die so gut Schubkarre fahren können wie du. Wirklich toll. Wahnsinn. Ich denke mal, dass ich nächste Woche ein Stündchen Zeit finde. Du hast mich wohl nicht richtig verstanden. Das war keine Frage. Hör zu, wir können unter keinen Umständen zulassen, dass du vor dem Schülerparlament aussagst. Hey, guck mal, die Frau da hat nichts an. Selbst falls du bei der Anhörung erscheinen solltest, was glaubst du, was mit dir passiert, wenn die anderen erfahren, dass du eine miese, kleine Petze bist? Verdammt, der ist pfiffiger, als ich dachte. Und was jetzt? Officer Fillmore, helft mir, ihr müsst mich beschützen. Na gut, wir machen einen Deal. Du sagst bei der Anhörung, dass du gesehen hast, wie ich Scooter verfolgt habe, und dafür passen wir auf dich auf. Den Plan kannst du direkt vergessen. Ich bin eh schon der Volltrottel an der X. Aber ich schlag mich durch und das klappt doch halbwegs. Wenn irgendjemand erfährt, dass ich eine Petze bin, hat sich's erledigt. Kein Mensch ist ein Volltrottel, kapiert? Jeder ist auf seine Art was Besonderes. Und wenn du das auch mal beweisen willst, musst du dir höhere Ziele setzen. Zeig, dass du dich auch für andere interessierst und nicht nur für dich. Hier ist nun Cent für deinen Vortrag. Behalte diesen Quatsch das nächste Mal für dich. Dann bleib eben ein Volltrottel. Völlig egal, ob du ihn magst oder nicht, er braucht unseren Schutz, Fillmore. Na toll. Und gerade wird wahrscheinlich wieder irgendeinem armen Schwein sein Mittagessen geklaut. Wir haben wirklich wichtigere Aufgaben zu erledigen. Wir können uns nicht aussuchen, wem wir helfen. Du weißt doch, jeder ist auf seine Art und Weise wichtig. Sogar so abgebrühte Typen wie Orgy Sansom. Ich finde ja, das Wort durchtrieben passt besser. Los, Beeilung, wir müssen hier weg. Rennen wir hin! Vertrau mir einfach. Jetzt sitzen wir in der Falle! Dritter Akt. Es schlägt 13. Ich schlag dir einen Deal vor, Fillmore. Du gibst uns Orgy und dafür lassen wir dich und deine Partnerin wieder frei. Wir haben ein bisschen Zeit gewonnen, wenn auch nicht viel. Dann nutzt sie doch, um mich an einen sicheren Ort zu bringen. Wie wär's mit dem Büro des Schülerparlaments? Dort wär's sicher. Mann, bist du lustig. Ingrid, bitte kommen. Hey, Boss. Sie sind uns entwischt. Ingrid, wo ist Fillmore? Wir sind gleich da. Donnerwetter, die Schlacht von Yorktown. Die Historiker und Hauswirtschaftler unserer Schule stellen heute die Schlacht von Yorktown nach. Das war der entscheidende Sieg in der amerikanischen Revolution. Vanillepudding, wenn ich von dieser ekligen Pappe was abkriege, laufe ich rot an und kriege überall Pusteln. Euer Auftrag ist es, mich zu beschützen und nicht mich in irgendein Kriegsgebiet zu bringen. Du hast zwei Möglichkeiten, das Schlachtfeld hier oder Scooter und seine Gang. Ja.
Ich hab gleich gesagt, dass ich's nicht kann. Ich kann's nicht. Lass mich einfach hier. Dann kriegt nichts guter Eben. Nur bitte kein Vanillepudding. Ich lass dich nicht im Stich, Orgi. Es ist meine Aufgabe, dich zu beschützen. Und das werde ich auch tun. Du musst mir aber vertrauen. In Ordnung, dann wollen wir mal, ja? Entschuldigen Sie, Herr Präsident. Security Team, das ist ein Notfall. Washington greift an! Los! Nehmt sofort Washington ins Visier und dann Feuer! Fillmore, pass auf, die schießen auf uns! Nicht doch. Orgi, du hast General Washingtons Helm auf. Mein Kopf ist eben größer als andere. Das war der einzige, der gepasst hat. Vorsicht, Attacke! Vanillepudding. Ist das eklig. Davon kriege ich Ausschlag. Ach, was, du auch? Und dann hast du dich trotzdem dazwischen geworfen? Ich habe gesagt, dass ich dich beschütze. Aussage hin oder her. Ich trage den Gurt ja schließlich nicht umsonst. Tja, obwohl es sehr gut sein kann, dass ich ihn nicht mehr lange trage, wenn sich das Ding mit Scooter nicht bald klärt. Was, Scooter? Der ist doch viel zu blöd, um irgendwas anzurichten. Was? Guckt ihn euch doch nur mal an. Der hat Muckis aber nichts im Hirn. Wenn ihr mich fragt, steckt hinter diesem Lunchpaket-Diebstahl jemand anderes. Na klar, du hast recht. Du bist ein ziemlich pfiffiges Kerlchen. Genau, und was jetzt? Ich habe euch gerade einen sehr wertvollen Hinweis zur Verbrechensaufklärung gegeben. Und das sogar gratis. Völlig richtig. Dein blödes Gesülze, ich bin ein Volltrottel, kannst du vergessen. Du bist ein sehr pfiffiges Kerlchen. Und du hast die Schubkarre im Griff wie kein zweiter. Warum verkaufst du dich immer unter Wert? Weil mir die Leute alles andere nicht abnehmen würden. Hey Leute, Folsom will mit der Anhörung beginnen. Wo zur Hölle steckt ihr? Am südöstlichen Eingang der Schule. Versuch sie noch ein bisschen hinzuhalten. Wir sind unterwegs. Was? Aber ich werde nichts sagen. Bleib ganz ruhig, das musst du auch nicht, Orgi. Aber wir können dich nun mal nur beschützen, wenn du bei uns bleibst. Und wir müssen jetzt zu dieser Anhörung. Mach dir keine Sorgen, wir finden sie. Na klasse, jetzt wird's echt brenzlig. Wenn die uns finden sollten, heißt das, dass wir dich nicht mehr beschützen können? Wir haben keine Zeit mehr hier rumzusitzen. Du musst zu der Anhörung. Das weiß ich. Aber wir können nur für Orgis Sicherheit sorgen, wenn wir hier bleiben. Wenn du nicht zu dieser Anhörung erscheinst, könnte es passieren, dass sie dich mir nichts, dir nichts rausschmeißen. Ja, dann habe ich eben Pech gehabt. Was? Du kannst doch nicht einfach das Handtuch werfen. Dazu bist du viel zu gut. Ich habe dich schon oft beobachtet. Du bist klug, du bist sehr schnell und du kennst sämtliche Schleichwege in dieser Schule. Für mich klingt das eher nach einer anderen Person. Ich mache dich nicht dafür verantwortlich, was heute passiert ist. Du bist schon in Ordnung. Und falls du jemals die Seiten wechseln willst, dann komm zu mir. Ich lege ein gutes Wort bei Vallejo für dich ein. Warte, ich glaube, ich habe eine Idee. Boss, sie sind jetzt auf dem Weg. Nun komm schon! Los, gib auf, Orgi! Beeilt euch, nicht wie rein hier! Puh. Vielen Dank, Jamie. Freut mich, dass dein Gehirn wieder funktioniert. Dir auch vielen Dank für den guten Job, den du gemacht hast. Ich find's schade, dass sie dich rausschmeißen. Ach, das wird schon. Wenn Orgi für mich aussagt, bin ich am Ende fein raus. Oh, das Problem an der Sache ist nur, dass der liebe Orgi nicht aussagen wird. Na klar, Jamie Townsend. Du bist der Oberboss des miesen Lunchpaketrings. Ich hätt's wissen müssen. Tja, mein Freund. Hättest du, hast du aber nicht. Du steckst hinter allem. Erst die Macaroni, dann die Aktion mit Scooter. Hinter all den Sachen steckst du. Ich hatte keine Wahl, du hättest mich auffliegen lassen. Und deswegen musste ich dich ein für alle Mal loswerden. Folsoms neue Regel, 3 Verstöße und du fliegst, kam mir sehr gelegen. Das darf nicht wahr sein. Ich hab immer gedacht, du bist auf unserer Seite. Ja, aber ich brauche auch ein bisschen Kohle. So eine Portion Spaghetti muss auch bezahlt werden. Und deswegen habe ich Scooter und seine Gang angeheuert, damit sie den Dödelschülern ihre Lunchpakete klauen und ich sie an die Wichtigen verticken kann. Jeder ist auf seine Art und Weise wichtig. Das Einzige, was für dich im Moment wichtig ist, ist dein Schließfach schnell zu räumen, Officer Fillmore. Und nichts anderes, Sportsfreund. Denn jetzt, wo wir Orgi haben, wird vor dem Schülerparlament auch keiner mehr für dich aussagen. Nicht wahr, Orgi? Nein, nicht ganz. Was? Wo ist Orgi?
Der macht gerade eine wichtige Aussage. So, und dann ist Scooter hinter Fillmore hergerannt. Und als nächstes habe ich gesehen, dass Scooter Fillmore ein Bein gestellt hat, als Fillmore versucht hat, die Statue zu retten. Was hattest du denn am Hinterausgang der Bühne verloren? Ich habe gefälschte Backstage-Pässe für $5 pro Stück verkauft. Du weißt, dass dein Geständnis dazu führen könnte, dass du nach der neuen Drei-Verstöße-Regel von der Schule fliegst? Was? Nein! Habe ich gefälscht gesagt? Ich meinte, unleserlich. Denn was nicht existiert, kann man auch nicht lesen. So, die Papiere für Fillmores Schulverweis. Sehr schön, die brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Du hast Jamie überführt, die Lunchpaketdiebe gefasst. Nicht schlecht für einen Nachmittag. Was ist mit der neuen Regelung? Stehe ich noch auf der Abschussliste? Egal, vergiss das. Ich werde es einfach wieder wie früher machen. Ich werde jeden Fall einzeln abwägen, dann ein gerechtes Urteil fällen und mich nicht an irgendwelche dämlichen Verordnungen halten. Du hast sehr viel Gutes für diese Schule getan. Ich hätte dich nur ungern ziehen lassen. Obwohl ich da nicht mehr so viel Geld für Reparaturarbeiten ausgeben müsste. Hey. Für die Gerechtigkeit ist das doch ein fairer Preis. Eins kannst du mir glauben, ich bin auch froh, dass du uns erhalten bleibst. Danke, aber das hätte ich nie im Leben ohne Orgis Hilfe geschafft. Was wird denn jetzt aus ihm? Nun, wir werden ihn nicht gleich von der Schule schmeißen, aber ganz ungeschoren kommt er mir auch nicht davon, Freunde. 10.201, 10.202, 10.203... Hey, ich habe gehört, du könntest Hilfe gebrauchen. Kannst du den Anblick von Macaroni schon wieder ertragen? Für einen Menschen wie dich... Ist es mir ein Versuch wert?